Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gläubige, wer einem von diesen Kleinen auch nur einen Becher frisches Wasser zu trinken gibt, er wird gewiss nicht um seinen Lohn kommen. Der heutige Sonntag gibt diesem Wort Jesu eine noch tiefere Bedeutung, eine geistige Dimension, die wir als Ausklang des liturgischen Festes verstehen, das die Kirche gestern gefeiert hat. Das Fest, ja das Hochfest des kostbaren Blutes unseres Herrn Jesus Christus. Es wurde 1849 von Papst Pius IX. Zum Dank für seine Rückkehr aus dem Exil eingeführt, nachdem er von der Revolution fliehen musste. Und dieses Fest wurde 1970 durch die Liturgiereform als eigenständiges Fest wieder abgeschafft. Der Heiland reicht uns im heiligen Messopfer unvergleichlich mehr als nur einen Becher kalten Wassers. Er reicht uns den Kelch mit seinem kostbaren Erlöserblut, das aus der Tiefe seines göttlichen Herzens zum Heil unserer Seele vergossen wird, jedes Mal, wenn der Priester das heilige Messopfer darbringt. Wenn wir mit dem Blick der ganzen Hingabe Jesu dieses Evangelium lesen, dann bekommt es eine ganz deutliche Sprache für unsere Tage, aber auch für die katholische Kirche in unserer Zeit. Wer das Leben gewinnen will, der wird es verlieren. Der große Bibelforscher Klaus Berger interpretiert diesen Satz: Wer sich selbst als Ziel betrachtet, der wird sich verlieren. Der wird auch das Ziel verlieren. Eine Kirche, die sich selbst neu erfindet, oder mit Papst Benedikt XVI. Gesprochen, eine Liturgie, in der sich der Mensch zu verwirklichen sucht, wird ihre von Gott gegebene Existenzberechtigung verlieren und damit auch ihr eigentliches Ziel. Zeigen uns nicht die dramatischen Austrittszahlen von über 520.000 Katholiken alleine in Deutschland vielleicht direkt oder wegen des synodalen Irrweges, dass eine Kirche, die sich selbst zu verwirklichen sucht, sich verliert und damit auch über eine halbe Million von Gläubigen in 12 Monaten, eine halbe Million, die nun außerhalb der Kirche anscheinend das Heil sucht. Wer sich selbst als Ziel betrachtet, der wird sich verlieren. Wer aber sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, sagt Jesus, der ist meiner wert und würdig, ein Christ, ein Katholik genannt zu werden. Verstehen wir, was der Heiland uns damit sagen will, jedem Einzelnen von uns? Der heilige Papst Gregor der Große hilft uns in einer Predigt über dieses Evangelium mit einem lateinischen Wortspiel. Crux a crucitatu dicitur. Das Kreuz hat seinen Namen vom Kreuzigen. Und wir dürfen hinzufügen, das Kreuz, das wahre Kreuz, hat seinen Namen vom gekreuzigten Erlöser. Das wahre Kreuz ist das heilige Kreuz, auf dem er sein kostbares Blut vergossen, seinen heiligen Leib für uns geopfert hat. Und so wie es viele falsche Erlösergestalten gibt, so gibt es leider Gottes auch so manche falsche Kreuze, die gewiss keinen übernatürlichen Lohn bringen, sondern sogar von Gott trennen können. Sogenannte Pseudokreuze,
die der Zeitgeist und der Fürst der Welt uns auferlegen möchte. Kreuze, falsche Kreuze von Krieg, Streit und Lüge, Glaubensspaltung, Aberglaube und Sünde. Kurz, all das, was das Tagesgebet die Finsternis des Irrtums nennt. Ein Unrecht geduldig zu ertragen, befreit mich nicht, dem Unrecht auch mutig entgegenzutreten, für Unterdrückte und Entrechtete einzustehen, politisch instrumentalisierte Sprech- und Denkverbote zu durchschauen. Wie sollen wir das machen? Die heilige Theresia Benedicta vom Kreuz hilft uns ein wenig dabei. Sie sagt, die Gerechten und die Propheten des alten Bundes sind es, die Christus auf dem Kreuzweg vom ersten bis zum zweiten Fall begleitet haben. Die Männer und Frauen, die sich um Christus während seines Erdenlebens geschart haben, sie sind die Helfer auf der zweiten Wegstrecke. Die Kreuzesliebhaber, die Christus erweckt und in der wechselvollen Lauf der Geschichte der streitenden Kirche immer neu erwecken wird, das sind Jesu Bundesgenossen, Bundesfreunde in der Endzeit. Dazu sind auch wir berufen, Christus dem Heiland und seiner wahren katholischen Kirche die Treue zu halten. Leib und Seele für sein Erlösungswerk zur Verfügung zu stellen und Gott in dieser heiligen Opferfeier zu danken für die Erlösung, die er für uns am Stamm des Kreuzes durch das Vergießen seines Blutes erworben hat und die für uns wirksam werden, wenn wir die heiligen Sakramente empfangen, besonders jetzt im hochheiligen Messopfer. Gott sei die Ehre in alle Ewigkeit. Segensgott.